Und los. Hey ho. Wir sind Ronny und Mo. Von den Sexy Riders. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Oh ja, es wird endlich mal wieder Zeit, nicht wahr, Leute? Manch einer hat es sich schon gewünscht. Ja, die liebe Sandra Schlapper. Grüße an Sandra. Schlapper. Sandra. Sandra. Ja, jetzt lass mich doch mal unglaublich ausreden. Wir hoffen, es geht. Schlapper Sandra. Komm, fahr vor. Nö. Komm. Komm nee, vor, so damit, ich Mobbing betreiben kann. Nein, ich mobbe hier. Ich bin die Mobbingbeauftragte. Ich rufe gleich mal den Betriebsrat an. Okay. Ja. Was willst du damit erreichen? Kriegst du eine Abmahnung. Hm? Gefühlt sehen wir aus wie die absoluten Michelin-Männchen. Weil wir 25 Schichten Kleidung anhaben. Ja. Das ist so okay so. Ja. Wir haben uns also ganz dick angezogen, sind aus dem Haus gekommen und haben so gedacht, oh, das ist ja doch warm. Egal, wir fahren wie die Klöpse durch die Gegend. Aber eine gute Figur machen wir heute schon mal nicht. Wieso? Ja, weil wir aussehen wie Michelin-Menschen, grüß dich, wie moin. Die Gebrüder, wie hießen die Herzbuben? Wie die Wildecker, also. Ja, genau. Wir freuen uns, dass wir heute einfach noch mal fahren können. Irgendwo da hinten im Rückspiegel ist auch meine Frau irgendwie versteckt. Ja, hallo. Moin. Moin. College. Hallöchen. So, wo bist du? Ich bin hier. Gute Schnürschuh. Ich muss einen Bauch entziehen. Was? Was? Bauch? Bauch einziehen, damit ich eine gute Figur mache. Ja, klar, das. Ich komme halt so klopsig vor. Das sind so die Probleme, ne? Genau. Ja. Ich sehe heute nicht sehr attraktiv aus, muss ich sagen. Ach Quatsch. So ein Käse. Okay. So. Da wir heute so Langeweile haben, würde ich vorschlagen, wir machen heute lustiges Kennzeichen aussprechen. Kritz. Was hältst du davon? Na, das erste habe ich schon gemacht. Kritz. Okay. Du bist ja schon voll dabei ohne mich. So, ich habe einen Gatz vor mir. Ja, schön, dass du das Spiel alleine spielst. Ja, du bist ja irgendwo da hinten in der... Ich kann ja nicht nebeneinander fahren. Das ist mir zu gefährlich. Du bist ja da hinten in der Grand Sonora-Wüste. Na los, komm, dann fahr vor. Nee. Los. Nein. Ich fahre jetzt 30, bis du mich überholst. Nein, fahr ich mit 30. So, jetzt kommt ein Auto. Pass auf, ich habe... Was hast du? Gun! Was? Gun! Was denn? Gun! Gun! Ja. Das muss ich sehen. Jetzt du! Gun! 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 Konnte gar nichts. Gun! Konnte gar nichts für! Konnte gar nichts. Tja. Kritzbrüll. Bist du noch? An der Ampel bist du mal bei ganz schön lila gefahren. Bin ich nicht. Doch, bist bei dir da gefahren? Nein. Ach so. Brüll. Ma. Warum nicht? Alter. Geh weg. Oh. 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 Hallo. Servi. Das ist auch so ein Ding, ne, mit diesen Beifahrern, mit diesem Motorrad, mit Beiwagen. Sitzt nie einer drin. Warum? Dann kann ich das Ding abmachen. Schatz? Ja? Wir haben Taschentücher vergessen. Oh nein. Ja.
Und wir haben wieder minus 10 Grad, wir haben keine Taschentücher mit. Dreimal darfst du raten, was jetzt mein Problem ist. Ja. Genau. Dir läuft's, Näschen. Mein Häschen. Läuft's. Es läuft bei mir. Das Läschen, mein Häschen. Wir saßen gestern zu Hause und haben gehofft, dass wir heute gutes Wetter haben. Es hat ja gestern leider noch mal geregnet, sonst wären wir jetzt wahrscheinlich wirklich das ganze Wochenende unterwegs gewesen. Hallo, hallo. Oh, solche Zecken. Oh, guck mal. Oh, Eiskar. 1, 2, 3. Ja, meine Frau fährt nämlich auch ein 1, 2, 3. Ein C123. Ein C123, genau. 230 CE. Genau. So viel Daten für ein Auto. Ich fahre ein Auto. Gehen wir dann mal einen Kaffee trinken? Können wir machen. Aber eine Sache wollte ich euch unbedingt mal fragen, liebe Community von 37 Abonnenten. Mal sehen, wann die ersten kommen und uns erkennen. Gefühlt gar nicht. Naja, es ist ja auch eigentlich egal. Wir tun das wirklich nur just for fun, aber trotzdem. Wir wollen ja, dass die Community wächst und wir verlosen ab 100 Abonnenten auch ein T-Shirt. Wir wollten das noch mal kurz loswerden. Wir würden das auch in einem Video wahrscheinlich auslosen, dass das auch ganz fair ist, mit so kleinen Zettelchen in der Box, und ziehen dann den Gewinner, und derjenige wird dann von uns per Nachricht benachrichtigt. Per Nachricht benachrichtigt? Du kannst auch eine Brieftaube losschicken. Ja, wie gesagt, eine Sache wollte ich gerne noch mal ein bisschen ansprechen, und zwar, das hatte ich bis jetzt, glaube ich, auch noch nicht erwähnt. Wie ihr selber hören könnt, machen unsere Helme uns ganz schön zu schaffen. Wobei das ja schon zu Helme sind, also Jethelme. Und da einige von euch ja auch Motorflocken. Meine Frage an euch, was ihr für Helme habt. Könnt ihr uns gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich finde den Helm jetzt sehr bequem und auch okay vom Kabel verstecken und alles, aber er ist halt wirklich sehr laut. Ja, mit Kennzeichen aussprechen auf der Landstraße ist nicht so. Nee. Nicht so doll heute, ne? So. Sind nicht so viele Kennzeichen unterwegs auf der Landstraße. Blöde Kennzeichen. Hi. Fährst du auch ohne Kennzeichen? Ja. Hallo und herzlich willkommen zurück zu den Six Sig Riders. Willkommen zu den Michelin-Menschen. Wir haben gerade einen netten Kaffee getrunken. Wir haben gerade einen netten Kaffee getrunken, einen schönen Kaffee mit netten, wie denn nur? Lecken Kaffee? Leckeren Kaffee mit netten, shake your booty. Also so hier machen die das immer. Also jetzt denken die, wir haben echt offiziell eine Meise. Das ist mir egal. Das ist so typisch Sig-Sig. Das ist richtig Sig-Sig. Sig-Sig. Wo fahren wir jetzt hin? Kleine Maus. Nach da. Und dann nach da und dann zurück. Scheiße. Was machst denn du? Was soll denn das jetzt? Versuchst jetzt lustig zu sein. Lass mich in Ruhe mal jetzt. In Ruhe mal. In Ruhe mal. Hey, sind Sie alleine hier?
was machen Sie denn hier? Ja, es nimmt auf. Ich muss los. Termine. Aber wo wollen Sie denn hin? Sagen Sie es mir. Entschuldigung, ich habe eine Frau weg da. Beste Antwort ever. So, los geht's. Sattel die Pferde. Okay, es war aber nix. So, los. Wir waren heute ein bisschen einfallslos gewesen, über was wir so reden könnten, was die fremden Menschen auch interessiert. Ich habe da ja mal eine Idee, was ihr gerne sehen wollt. Und das schreibt ihr einfach in die Kommentare. Ja, oder vielleicht habt ihr irgendein Thema für uns, was euch jetzt irgendwie zwecks Motorräder interessiert. Also wenn ihr wollt, nehme ich euch auch noch mal mit, eine Tour durch meine Garage. Oh ja, das ist mal eine gute Idee. Was ich alles umgebaut habe bei der Harley oder... Was für Werkzeuge man besitzen muss. Ja, was für Werkzeuge vielleicht oder mit was man oder auf was man nicht verzichten kann. Naja, vielleicht was zum Lenkerumbau, zum Heckumbau oder auch die Trude von Mo. Wenn euch da irgendwas interessiert, wir werden das so oder so machen, wahrscheinlich irgendwann mal ein schönes, mal einen schönen Vlog über unsere Umbauten, aber das heben wir uns mal eher wahrscheinlich für den Winter auf. Schreibt uns einfach in die Kommentare, wenn euch irgendwas interessiert oder wenn ihr irgendwas wissen möchtet. Nicht erschrecken. Das war aber gerade nicht cool, muss ich sagen. Gar nicht cool. Nee. Nein. Haben wir es denn? Vergiss weißt es. Du das? Oh. Ich grüße keine komischen Rollerfahrer. Das kannst du abhaken. Oh, beim letzten ersten Vlog hast du gesagt, du grüßt alles, was auf zwei Rädern fährt. Ja, das stimmt. Ich habe gesagt, ich grüße Mopeds, aber keine Rollerfahrer. Oh. Das ist doch. Wie kann man, das geht sind, doch, das ist sind, doch, was, das, sind was, kleine, das sind kleine Motorräder. Was soll denn das? Warum muss man denn ein Mini-Motorrad so Mini-Räder geben? Hallo, beruhige dich. Ich verstehe das nicht. Also ganz klar. Nee, da bin ich wirklich ehrlich, nein, dafür habe ich kein Verständnis. Halt, stopp. Jetzt rede ich, ob du nun hier bist und nicht. Das bleibt alles so, wie es ist. Wir fahren geradeaus, ja? Okay, wir jumpen über den Kreisverkehr. Wien geht hier an, los geht's. Nein. Doch, los jetzt. So, mein lieber Schatz, jetzt bist du Flicke. Du fährst jetzt vor. Was bedeutet denn dieses Dreieck? Ist das vom Bus? Und zwar bedeutet das, dass es grün wird! Hast du gerade die Harley abgehangen? Naja, komm. Lass mich gewinnen lassen. Nein! Ich hab ins Lenkrad gebissen, glaub mir. Welcome back in the city. In the city. Es wird nämlich langsam dunkel. Hä? Wo? Hä? Wo?
das drauf, wie ich die Kurve fahre? Ja. Ui. Bin ich auf dem Boden schon? Mit dem Knie? Nein, aber mach doch entspannt. Mach ich doch. Okay. Übel entspannt. Gut. Oh Gott. Das war ein bisschen zu entspannt. Das sah gut aus, wie du die Kurven gedrillt hast. Ja. Komm, fahr. Da läuft das Näschen. Läuft dir das Näschen, mein Näschen? Mir läuft das Näschen. Hast du was? Ein bisschen. Wir können ja mal einen Vlog auf Sächsisch machen. Was haltet ihr davon? Bist du irre oder was? Warum? Das will doch keiner hören. Doch, das ist witzig. Die Leute stehen auf witzig. Super. Sehr, meine Freunde, ich begrüße euch heute zum nächsten Vlog. Wir sind die Sixi Kreiders. Der Kreiders, Ronny und Mo. Ronny? Aus Leipzig, der Ronny aus Leipzig. Ja, der Mo aus hier. Mo aus Dresden. Mo aus Dresden, ne? Thüringen, lass mich doch mal ausreden, Frau Böhm-Schwein. Sau. Leck mich in die Fresse geschissen. Ja, genau. Danach machen wir einen auf Bayerisch. Das kann ich aber nicht so gut hier. Wie meine Heimatsprache, Sächsisch. Ich will, also echt jetzt, nee, oh, hör auf jetzt, das geht so. Das geht so gar nicht. Findest du mich nicht mehr attraktiv? Ich muss los, ich hab heute noch Termine. Aber das ist doch sexy. Ja, genau. Hast du da keinen Bock drauf? Ich find's geil. Um Gottes Willen, lass mich hier raus. Aber da könnt ihr mal sehen, wie sehr wir uns beim Reden zusammenreißen, damit wir ein ordentliches an sich ein bisschen Hochdeutsch hinkriegen, ne? So, es ist 6:30. Die Eisdiele wird nicht mehr aufhaben. Wir können, das ist aber schlecht, Fräulein. Hallo. Wir können mal ein bisschen am Gashahn ziehen, Junge. Ha? Mal hier ein bisschen Ballett machen, Freund Blase. Trude Schnürschuh. Kann ich jetzt reden? Wir können. Nein. Leckst mich doch fett, ey, Junge! Ich hab die leckeren Sachen mitgebracht. Können wir jetzt weiter auf Sächsisch machen? Heute gibt's Kartoffeln und Spinat, Junge. Und Ei. Auf dem Teller gebrezelt. Mensch, da steht der immer noch hier. Was macht denn der hier? Fotografieren. Fotografieren? Das ist ein Fotograf oder was? Sieht aus wie ein Fotograf. Das ist so schlimm. Es ist schlimm, aber es ist lustig. Jetzt mal fragen. Der Sandra lacht bestimmt schon krumm. Ja, der Sandra lacht jetzt. Der Schlapper Sandra. Die Arme, die ist heute echt dran. Ja, die ist heute dran. Sandra, du bist heute dran. Ich habe die noch nie in meinem Leben so oft erwähnt wie heute. Das stimmt. So, zweiter Gang und los geht's. Pass ja, auf. Jetzt aber nicht wieder trocken schalten hier. Pass aber auf jetzt, gell? Aufpassen. Mal Blinker ausmachen. Ich weiß zwar nicht, auf was ich jetzt hätte aufpassen sollen, aber ja. Das sah gut aus. Also, tipptopp hast du das. Meine Güte! Ich weiß überhaupt nicht, was du von mir willst. Ich geb's auf. Ich geb's einfach auf. Auf. Du fällst mir die ganze Zeit ins Wort. Yep. Ja. Mobbing ist das. Wir mobben heute die Mo. Ich mobb dich gleich mal. Aber ich kann das gut, ne? Was ist das für ein Rasenmäher? Hast du jetzt Rasenmäher gesagt? Ich glaub's ja wohl gleich. Das ist doch kein Rasenmäher. Sind wir hier auf der Landstraße oder was? Oh.
Naja, gut. Hi. Heidi. Was habe ich jetzt gerade gesagt? Mali, warum? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich wollte Mahlzeit verniedlichen und da kam Mali raus. Mali. 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 Okay. Mali, Jungs. Das habe ich auch noch nicht. Also so habe ich das auch noch nicht gehört. Bist du jetzt hier nach dem? Ich bin ganz woanders, mein Freund. Furchtbar, wow. Oder? Das mir so schlecht. Stell dir mal vor, ich würde wirklich so reden. Im Dialekt. Ey. Also ich komme ja selber aus Sachsen, aber das bringe ich nicht. So, jetzt Freunde. Unser Auftritt. Jetzt ist mein Auftritt. Du hältst jetzt die Klappe da hinten. Okay. Und bist schön leise. Ja. Sag Junge, mal. Junge, Junge, ey, meine Fresse. Ich sag's immer wieder, das klingt wie Krieg, ey. Das eigentlich verboten ist? Ja. Frage in die 37 Abonnenten-Community. Boah, heftige Leute. Ist das verboten? Also ich denke mal ja, weil es ist, wie heißt das? Lärmbelästigung? Ja. Körperverletzung? Ja. Raub? Raub? Diebstahl? Was? Raubdiebstahl? Betrug? Wieso? Kannst du mir mal nicht ins Ohr husten? Es tut mir so leid. Ja, genau. Du siehst schon so aus. Fahren wir jetzt schon nach Hause? Ja, wir müssen. Schatzi, es ist schon gerade spät. So witzig. Okay, dann verabschieden wir uns. Ja, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ja. Jetzt lässt ihr mich auch nicht ausreden. Ist das halt. Also. Bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Liebe Grüße von Ich habe die Mo heute nicht ausreden lassen und das wird schick, sich jetzt bis zum Ende durch. Das ist mir egal, was sie sagt. Ich erzähle jetzt meinen Text. Also, liken, teilen, abonnieren. Bleibt tapfer, bleibt beim Kanal. Bis bald, wir sehen uns. Haut rein. Ciao. Ciao. Machst du denn? Ich wollte rückwärts fahren und bin am Gas hingeblieben. Das macht nur Anfänger.